Hallo, ich hoffe, es klappt alles, so wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, der Sound klappt. Ich rede gerade hinter meiner GoPro rein. Ja, ich war gerade bei der Post und habe mir ein großes Paket abgeholt und habe gedacht, ich mache heute mal ein bisschen Unboxing. Ich habe schon ein bisschen was rausgeholt. Wir haben ein paar Kabel, HDMI-Kabel und USB-Kabel, beide nur 1 Meter lang, nichts Besonderes. Diese Dinger, wovon ich noch nicht hundertprozentig genau weiß, wofür die nachher zuständig sind. Ich habe eine Idee, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht braucht man die nicht. Und dann haben wir das Gerät hier. Ein großer Metallständer. Ich hoffe, das kann man in der Kamera sehen. Ist jetzt auch eigentlich nicht ganz so wichtig, aber das Ding ist schon sehr massiv, sehr schwer, hat unten die Befestigungslöcher fürs Honeycomb Bio bzw. Logitech. Und dann gehen wir in die richtigen, wichtigen Sachen rein. Oh, kann man es sehen? Ich hoffe, es ist ganz in der Kamera drin. Ein Flight Sim Builder G1000. Eingepackt in einer Pappverpackung. Ich habe es noch nicht geöffnet. Ihr seid jetzt live dabei. Beziehungsweise nicht live, aber fast live. So, wie ich mich hier zum Boss mache. So, da haben wir es. Wir haben hier eine Styroporverpackung. Und da ist das gute Stück. So, originalgetreues G1000 Replika. Wir haben hier unten die Softkeys. Dann haben wir hier den die Altitude Key mit Doppel-Rotary. Also wir haben einen großen Knopf und einen kleinen Knopf. FMS. Hier Range mit einem kleinen Joystick. Fühlt sich erstmal sehr gut an. Jawohl, Kurs und Baro. So, die hier oben. Mit NAV und Co. Und hier oben nochmal den Volume. Der ist, ne, ich wollte gerade sagen, der ist nur blind, aber der ist nicht blind. Jo, okay. Fühlen sich alle erstmal sehr gut an. Die sind sehr gummiert hier, die Knöpfe unten. Ich weiß nicht, ob es in echt auch so ist. Wahrscheinlich schon. Genau, hier oben Flight Sim Builder Logo. Ja, dann hole ich das ganze Ding mal raus. Dann sieht man es nochmal in der Gänze. Und im Prinzip war es das schon. Wir drehen uns mal um. So, sehr schön verarbeitet alles. So, wir haben hier einmal den USB-Anschluss. Hier haben wir einen Netzteilanschluss und der HDMI-Port. Und ich glaube, das war es auch eigentlich. Ups, das Glas auch, glaube ich, eigentlich schon. Mehr haben wir hier gar nicht drin. Naja, so spontan nicht. Sobald du das Aktivierungswort sagst oder die Mikrofontaste drückst, höre ich dir zu und bin bereit zu helfen. So, das war meine Mitbewohnerin. Jeder hat sie zu Hause mittlerweile und manchmal quatscht sie einfach rein. Ja, also das ist jetzt der erste Eindruck davon. Sieht sehr gut aus. Hier haben wir keine Kanten, gar nichts. Alles richtig schön verarbeitet. So, dann seid ihr jetzt live dabei beim schönsten Moment. So, da haben wir es ab. Und ja, ich habe es ja im Livestream angekündigt, dass ich Geld in die Hand genommen habe. Und ich werde es jetzt gleich in den Ständer setzen und in mein Rig, Rig sagt man ja nicht bei Rennsimulatoren, in meinen Nerdroom einbauen. Ja, da allerdings ein G1000 gut und schön ist, packe ich mal neben mir und
hatten wir natürlich zwei gekauft. Einmal das PFD, einmal das MFD. Sollte genauso sein. Jawohl, ist genauso verpackt. Ich war ein bisschen mit mir am Hadern, ob ich das Komplettpaket kaufe, also auch noch das Audio-Panel dazu. Allerdings habe ich mir gedacht, ich habe mir so ein YouTube-Tutorial angeguckt, wo ein Pilot das Audio-Panel erklärt und die Funktion davon erklärt. Und ich habe mir gedacht, oh, das kostet jetzt nochmal 200 plus Steuern, also knapp über 300. Und das, was cool wäre bei dem Audio-Panel, ist einfach die Tatsache, dass man bei COM so einstellen kann, dass man COM 1 und COM 2 gleichzeitig hört. Also ich kann beide aktiv schalten, beziehungsweise halt zum nur auf einen senden, das ist klar. Allerdings kann ich COM 1, wo ich zum Beispiel den Tower drin haben und gleichzeitig COM 2 abhören, wo ich dann die ATIS-Information habe. Das ist das einzig Coole, was man damit machen kann. Alles andere, die Soundeinstellungen und schieß mich tot, braucht man jetzt im Simulator meiner Meinung nach eher nicht. Deswegen habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Vielleicht hole ich es mir nochmal irgendwann. Allerdings, wenn ich jetzt bedenke, wie teuer der Versand war für die Geräte. Deswegen denke ich jetzt gerade eigentlich eher nicht, dass ich mir dieses Ding nochmal hole. Sondern ich denke, ich werde jetzt bei den seinen Sachen bleiben. Ich glaube, diese Ecken, die wir davon gesehen haben, die sind primär dafür da, wenn man sich diesen Metallständer nicht geholt hat. Aber ich habe mir den Metallständer mitgeholt. Deswegen werde ich die jetzt in den Metallständer einbauen und dann in meinen Flugsimulator einbauen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich soweit bin, würde ich sagen. So, ganz kurzes Update. Diese kleinen Ecken kommen hier oben an die Ecke und werden dann mit einer Mutter hier hinten befestigt. Das sorgt jetzt dafür, dass das G1000 hier nicht mehr nach vorne rausrutscht. Kleine Friemelarbeit, aber ist vollkommen okay. Ich kann es ja einfach mal eben beim zweiten kurz vor der Cam machen. Hat mich jetzt keine 5 Minuten gedauert. Also hier unten haben wir eine Mutter. Hier ist auch ein Schraubenschlüssel beiliegend. Schraubenschlüssel ist übertrieben. Hier unten in der Ecke einfach diese kleine Mutter öffnen. Oder zumindest einmal lösen und dann lässt sich das eigentlich per Hand öffnen. Reicht eigentlich diese Initialdrehung reicht schon aus, um die Mutter hier zu öffnen. Und dann kann man die Ecke davor setzen. Nachdem man es halt eingesetzt hat, ich werde jetzt gleich alle Muttern öffnen, um dann wieder anzuschließen. Genau, das war nur ein kleiner Installationsupdate. Hat mich eben kurz eine Minute gedauert, bis ich das gecheckt habe, wofür diese Sachen da sind. Jetzt kann man hier nochmal sehen, wie es aussieht, wenn es eingesetzt ist. Hier an der Seite steht es natürlich. Aber hier ist kein Spalt zwischen oder so, steht halt ein bisschen vor, steht ein bisschen raus, aber das ist, glaube ich, genauso gewollt. Hier die Löcher an den Seiten, die wären halt dafür da, um da das Audio-Panel einzufügen. Die beiden werden ja gleich nebeneinander stehen und hier in der Mitte wäre halt das Audio-Panel. Dafür sind die Löcher da, sind halt auch an beiden Seiten vorhanden. Genau, bis gleich. Ja, hi. Ich bin soweit fertig mit dem Aufbau. Muss jetzt mich gleich um die Kabel kümmern. Spoiler-Alarm, es ist besser, wenn man erst das Metallrahmen an seinen Honeycomb oder an seinem Logitech-Joch dran schraubt und dann das Panel einsetzt. Ich muss jetzt die ganzen Schrauben wieder lösen, um das Metall einzusetzen, um dann reinzugehen. Ich kann euch einfach vielleicht mal ein bisschen rumführen in meinen kleinen Nerdraum hier. Ich habe nämlich nach meiner Augen-OP so ein bisschen umgebaut. Und zwar gehen wir erstmal rein in meine Rennsimulator-Ecke. Hier habe ich im letzten Jahr sehr viel Zeit verbracht mit meinem Rennsimulator. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen die Lust am Fliegen verloren.
Dann gehen wir rüber zu meiner PC-Ecke. Da habe ich in letzter Zeit Mario gestreamt und jetzt kommen wir zum wichtigsten von euch. Ta-ta-ta-ta, meine Flusi-Ecke. Ich habe mir einen 50 Zoll Monitor geholt oder einen 50 Zoll Fernseher geholt. Die Honeycomb-Geschichten waren ja bekannt. Und da habe ich jetzt die beiden G1000 dran gemacht. Der Monitor ist jetzt ein bisschen tief, habe ich den Eindruck. Ich kann den allerdings noch ein bisschen höher machen, zum Glück. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ist okay. Ich habe mich jetzt kurz mal einmal davor gesetzt. Ist okay so. Aber ja, das ist mein Setup. Ich habe hier den Eindruck, das ist nicht gerade, aber das liegt, glaube ich, hier an meinem Tisch bzw. an meiner Befestigung. Und nicht an den Metallsachen. Hier sieht man, die beiden stehen nicht parallel zueinander. Ja, ist aber, ich glaube, wie gesagt, das ist die Befestigung von dem G1000. Ja, das ist mein Setup. Ich denke, ja, muss es jetzt erstmal ausprobieren. Ich glaube, ich werde hier noch ein bisschen die beiden ein bisschen auseinanderschieben. Ein bisschen das Yoke nach links und die Throttle Control ein bisschen weiter nach rechts, ein paar Zentimeter nur, weil es doch ein bisschen eng hier aneinander, obwohl geht eigentlich. Ja, muss ich einfach ausprobieren, das ist ja schnell gemacht. Ja, soweit erstmal zum ersten Eindruck. Die beiliegenden Kabel sind ein bisschen kurz, sowohl HDMI als auch USB-Kabel sind jeweils 1 Meter. Sollte allerdings machbar sein. Ich habe mir ein USB 3.0 TV-Video Capture Adapter geholt, wo man halt die beiden Monitore quasi anschließen kann. Das eine kann sogar 4K darstellen und der andere dann, glaube ich, 1440p. Also allerdings die Displays, die hier verbaut sind, die haben irgendwie eine Auflösung von 1200, schieß mich tot. Also werde ich da nicht an die 4K kommen, das sollte also kein Problem sein. Ich habe nämlich hier alles erstmal so in die Ecke gepfeffert und werde mich jetzt gleich mal darum kümmern, das zu verkabeln. Stromkabel liegen da, sollte also kein Problem sein, da sind noch genug freie Steckplätze. Ich muss halt nur gucken, wie das mit dem HDMI-Kabel aussieht. Und ja, wie es dann nachher in Windows aussieht, weil ich habe dann gleichzeitig 1, 2, 3, 4 und nochmal die beiden Monitore. Ich habe dann 6 Monitore in meinem Windows dran. Und jeder weiß, dass schon mit 2 Monitoren das manchmal ein Pain sein kann. Ja, zum Glück ist der am Rennsimulator über DisplayPort angestellt. Das heißt, wenn der Display aus ist, erkennt auch Windows, dass das Display nicht an ist. Das ist schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, wie das mit den beiden funktionieren wird. Ja, gut, das sind so Sachen, die kommen dann in der Feinjustierung. Ja, Verkabelung. Und dann machen wir einen ganz kurzen Ersteindruck, wenn ich im Simulator bin. Die Software habe ich schon installiert vor ein paar Tagen. Sollte eigentlich Plug and Play sein. Machen wir ein ganz kurzes, quickes Update, wie es im Simulator aussieht. Und ich denke mal, dass ich dann vielleicht heute Abend nochmal live gehen werde. Ich weiß da nur nicht, wie ich filmen werde. Wenn ich jetzt wirklich Platzrunden mache, denke ich mal, dass ich einfach die Frontsicht machen werde und eins von dem G1000 vom PFD einfach unten mittig einblenden werde, weil ja, meine Sicht wird halt eine andere sein als die ich filme und jedes Mal meine GoPro rauszuholen, um die dann irgendwie zu mounten, so dass man was sehen kann, dass man gleichzeitig das ist, glaube ich, nicht praktikabel. Genauso weiß ich noch nicht so genau mit dem Monitorarm, wenn ich den jetzt auf Mundhöhe hier hinbringe, könnte ein bisschen schwierig werden. Ja, gut, aber das sind so Sachen, die werden wir dann sehen. Ich weiß auch nicht, wie gut das Monitor so Raumklang ein fängt, vielleicht reicht es aber, wenn ich einfach ein bisschen weg bin davon, dass das Monitor, dass der Mikrofon nicht direkt vor meinem Gesicht hängt. Okay, danke, bis zum nächsten Part. Ich wollte schon sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Part. So, ich hatte ein bisschen Probleme mit dem HDMI-Controller, habe jetzt eigentlich nur
nochmal das USB-Switch neu gestartet sozusagen, eigentlich nur einmal getrennt und wieder angemacht und dann funktionierte alles. Ja, erster Eindruck ist erstmal sehr gut. Ich habe hier oben die Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung an- und auszustellen. Genau, ich habe die Möglichkeit, hierüber das Display, glaube ich, auszustellen, wenn ich das richtig sehe. Genau, das ist An- und Ausknopf fürs Display, auch ganz cool. Ja, jetzt habe ich allerdings so ein bisschen das Problem. Ich habe ein bisschen rumgespielt jetzt mit den Settings, also noch nicht so richtig mit den Settings rumgespielt. Na, geh an, Monitor. Ich wahrscheinlich länger drauf drücken. Schauen, ob der da ist oder ob jetzt der. Ja, okay, kommt. Genau, ich habe jetzt so ein bisschen rumgespielt mit den Einstellungen. Ich muss so ein bisschen das kleiner und größer ziehen, damit ich hier keine schwarzen Ränder habe. Hier habe ich schon ganz gut hingekriegt. Hier oben habe ich jetzt noch so schwarze Ränder. Hier beim MFD fällt es nicht ganz so auf. Aber was halt auffällt, ja, doch, hier sieht man ganz gut den Render, dass die Softkeys nicht bündig sind hiermit. Das ist hier anders, weil ich hier halt schon so ein bisschen das einstellen konnte. Das ist allerdings ein Windows-Setting und kein Problem von dem Gerät. Ja, warum zeige ich euch nicht mehr? Ja, weil aktuell klappt nicht mehr. Windows hat den nicht als Game Controller gefunden, warum auch immer. Ich denke mal, nächster Schritt wird einfach sein, Windows nochmal neu zu starten. In der Hoffnung, dass dann beim Reboot der den als Game Controller findet. Das ist jetzt gerade so ein bisschen meine größte Sorge, aber das sollte eigentlich funktionieren. Der hatte mir, auch wenn ich jetzt hier hinten nur den USB-Stecker rein und rausziehe, hat er jetzt auch nicht gesagt, von wegen, dass irgendwie USB-Gerät rein und rausgesteckt worden ist. Das macht mir ein bisschen, ja, wie gesagt, verstehe ich gerade nicht, weil es läuft halt alles über diesen USB-Hub und darüber laufen auch der Controller, also hier das Yoke. Und wie man sieht, das klappt eigentlich. Hier kann ich drüber mich bewegen, also das klappt. Und hier sieht man natürlich jetzt auch die Werte. Ich habe jetzt gerade die Ruderpedale nicht dran, deswegen gehe ich jetzt hier gerade durch die Decke. Ja, wie gesagt, klappt alles. Außer dass ich halt jetzt die Funktionen noch nicht benutzen kann hier. Ja, das wird dann meine Sicht sein. Und wie gesagt, ich denke nicht, dass ich so filmen kann, weil sowohl ihr als auch ich sehe da nicht so viel. Aber das ist jetzt quasi jetzt erstmal eben so ein kurzer Eindruck davon, wie es bei mir aussehen wird. Wie gesagt, ich denke, ich werde euch das zeigen und dann die beiden Monitore unten einblenden, beziehungsweise wenn ich eine Platzrunde drehe, dann werde ich euch wahrscheinlich nur das PFD einblenden, weil das MFD ist eigentlich relativ irrelevant. Aber ich habe dann auch vor, eigentlich mal irgendwie IFA-Flüge zu machen mit einer Quest Kodiak zum Beispiel oder mit einer Bonanza oder so, die ein bisschen mehr Power hat, um dann einfach mal ein bisschen IFA-Flüge zu machen, also hierüber dann einen Flugplan einzustellen und Co. Dafür habe ich es mir halt gekauft. Ne? Ah, es ist wirklich schade, dass es gerade nicht funktioniert. Ja, wie gesagt, nächster Schritt: Windows neu starten, in der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Genau, man muss nämlich, wenn man ein PFD hat, hier kann man den Modus einstellen. Wenn ich den länger gedrückt halte, dann wechselt der vom MFD zum PFD-Modus. Vielleicht hat Windows Probleme, weil beide als MFD, nee, als PFD, sorry, als Primary Flight Display, gelabelt waren. Vielleicht hatte der deswegen Probleme und konnte deswegen nicht booten. Kann ich mir gerade vorstellen. Dann ist allerdings die Frage, warum es dann immer noch nicht klappt, wenn ich jetzt einfach Stecker rein und raus stecke. Weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, nächster Schritt ist einfach Windows neu starten. So, erstmal letztes kleines Update. Ich bin jetzt im Flight Simulator drin. Ja, eine gute und eine schlechte Nachricht. Also Windows hat es jetzt erkannt.
Allerdings nur, wenn ich das, die Einheit direkt per einem Kabel an einem USB-Slot hänge. Auch mit einem Verlängerungskabel klappt. Aber sobald ich da einen USB-Hub oder Switch dazwischen schalte, erkennt Windows den Game-Controller nicht mehr. Das ist ein Problem, weil irgendwann sind nun mal die USB-Slots auch alle weg. Ja, muss ich mal schauen, muss ich vielleicht mal Kontakt aufnehmen zu dem Hersteller, ob die da eine Lösung für haben. Ich habe jetzt verschiedene ausprobiert, aber bisher war immer das Problem, dass sobald ich einen Switch dazwischen packe, das Gerät von Windows nicht mehr erkannt wird, beziehungsweise einen Fehler gibt bei der Installation. Ich habe auch probiert, es erst zu installieren und dann nochmal an einem Switch zu packen, hat auch nicht funktioniert, leider. Genau, das ist jetzt gerade so das Hauptproblem. Ich habe jetzt noch nichts ausprobiert. Ich habe jetzt einfach den Simulator gestartet. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal den Heading-Knopf zu drücken. Und da sollte sich der magentafarbene Bug in die Mitte bewegen. Ja, und da springt er in die Mitte. Ich kann drehen, das klappt. Nav klappt. Ja, was soll ich sagen? Klappt jetzt aus der Box heraus. Hier oben, ja, Volume ist halt nix. Hier oben kann ich die mal links und rechts drehen. Jetzt kann man die Höhe einstellen. Großer Ring sind die Tausender, kleiner Ring sind die Hunderter. Genau, hier die Range. Müssen wir gleich mal gucken, wie war das denn? PFD. Ja, ich bin da. Map natürlich. Layout. Insert Map. Und jetzt sollte ich hier mit die Range rein und rauszoomen können. Jawohl. Boah, geilo. Ja, das ist doch schon mal sehr cool. Ja, da bin ich kein Fan von. Ja, wie gesagt, Map brauchen wir eigentlich nicht, weil wir haben noch das PFD. Habe ich jetzt gerade auch aus, weil es nicht an, weil ich das gerade nicht steuern kann. So, wir können hier genau den den Squawk-Code einstellen, die Airports durchgehen, uns die Alerts angucken, Timer starten, Timer und dann Start, wahrscheinlich über Enter, jawohl. Wir können hier uns in die Approaches reingucken und. Ja, mega. Also, das klappt wirklich aus dem Bauch heraus alles. Ich muss jetzt nichts mehr einstellen. Der Kurs müsste der nicht irgendwo jetzt stehen. Ah, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Wie gesagt, muss mir jetzt nochmal mich jetzt ein bisschen reinfuchsen. Wie gesagt, bin ein bisschen raus, was das angeht. Aber wir haben jetzt zumindest, ja, das klappt eigentlich soweit aus dem jetzt erstmal alles. Im Kurs bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wo der mir anzeigen müsste. Naja, wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen raus, was damit, oder? Ja, genau, da geht der Kurs mit. So, wollte ich doch gesagt haben. Genau, man hat auch, man hat noch verschiedene Einstellungen, habe ich gerade gesehen. Man kann den Heading-Knopf länger gedrückt halten und dann kann man die Sensibilität einstellen von den Knöpfen. Ich weiß nicht, ob das dann so eine globale Geschichte ist oder nur von den Einzelknöpfen. Das weiß ich nicht genau. Aber ja, ich bin jetzt erstmal ganz zufrieden damit. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich dieses USB-Problem noch gelöst bekomme. Aber ich möchte jetzt ganz gerne die Videos zusammenfassen. Und entweder sehen wir uns dann heute Abend nochmal zum Livestream oder spätestens morgen Abend. Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Habt mich dann doch jetzt länger beschäftigt, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, es geht ein bisschen schneller. Aber wie gesagt, das Hauptproblem ist halt einfach gerade das mit dem USB-Switch. Wenn ihr Fragen habt, Feedback habt oder so, immer gerne in die Kommentare rein.
Ja, dann hoffe ich mal, dass wir uns dann beim nächsten Livestream oder Video ja, sehen. Ja, nochmal ein ganz kurzes Update, wie das so ist. Ich habe aufgeräumt. Ich habe quasi die Videos von der GoPro auf dem PC gezogen, habe quasi alle zusammengeschnitten, habe dann einfach nochmal die Displays am USB-Hub gemacht und es hat sofort funktioniert. Also manchmal ist Windows einfach, keine Ahnung, versteht man nicht. Beide Displays oder beide Game-Controller werden jetzt als solche erkannt. Das heißt, es sollte eigentlich alles funktionieren. Sowohl das MFD als auch das PFD sollte jetzt problemlos funktionieren. Wie gesagt, manchmal ist Windows einfach, man versteht es einfach nicht. Jetzt klappt alles. Mein Windows hat beide gerade erkannt. Ja, das ist jetzt einfach nur noch mal ein kurzes Update-Video. Deswegen denke ich mal, werde ich gleich mit dem Hund gehen, mir was zu essen machen und dann gehen wir vielleicht heute Abend wirklich nochmal rein in den Livestream.